Wie bereitet man sich auf ein Konzert vor? Es geht also zunächst einmal um die musikalische Vorbereitung, dann geht es um ein professionelles Auftrittstraining und zu guter Letzt geht es um die Frage, was du meiner Meinung nach am Tag vor deinem Konzert üben solltest. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Reihe Fragen und Antworten. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klaviermusik vom Barock bis zur Romantik. Ein neues Video erscheint immer am Samstag um 17 Uhr. Wenn du also von YouTube über neue Videos informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke. Und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile über 200 Videos. Da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Die wichtigste Technik an dieser Stelle ist, wer hätte es gedacht, langsam üben. Langsam üben bedeutet, das Tempo zu halbieren oder das halbe Tempo noch einmal zu halbieren. Also das heißt, im Vierteltempo zu üben. Warum ist diese Technik so wichtig? Im langsamen Tempo hast du viel mehr Zeit zum Nachdenken und vor allem hast du viel mehr Zeit, dir unbequeme Fragen zu stellen, unbequeme Gedanken zu machen, wie zum Beispiel die Frage, wie geht es weiter, oder darüber nachzudenken, welche Probleme du beim Üben an einer bestimmten Stelle hattest. Und solche Gedanken können dich natürlich im Konzert noch weiter nervös machen und dazu führen, dass du eben Fehler spielst. Warum dieses langsame Spielen und diese Zeit, die wir dadurch zum Nachdenken haben, so wichtig sind, wirst du gleich auch verstehen. Ein Schüler von mir, der Arzt ist, hat mir das vor einiger Zeit mal von der medizinischen Seite her erklärt. Das fand ich ausgesprochen interessant und deshalb möchte ich das hier sinngemäß einmal wiedergeben. Die Aufregung, die wir im Konzert spüren, ist durch Adrenalin verursacht und Adrenalin ist ein Kampfhormon. Das bedeutet, Adrenalin versetzt den Körper in einen Kampf- und Überlebensmodus. Und das bedeutet, dass durch die Ausschüttung des Adrenalins Information schneller verarbeitet werden kann, weil wir das in einer Kampfsituation eben brauchen. Jetzt ist ein Konzert natürlich keine Kampfsituation, aber trotz allem haben wir eben diese Adrenalinausschüttung und diese schnellere Informationsverarbeitung. Und das bedeutet, wenn ich in meinem normalen Tempo spiele, also ich habe zum Beispiel zu Hause mein Stück mit 120 Schlägen pro Minute geübt und ich spiele jetzt im Konzert exakt diese 120 Schläge pro Minute, dann kommt mir im Konzert dieses Tempo durch die schnellere Informationsverarbeitung langsamer vor, als es mir zu Hause in meinem stillen Kämmerlein, als ich geübt habe, vorgekommen ist. Und dieser Effekt bewirkt, dass wir in aller Regel im Konzert in einem schnelleren Tempo in ein Stück einsteigen, als wir das zu Hause beim Üben getan haben. Im Konzert halten wir ja normalerweise eben nicht zuerst ein Metronom ein, um zu gucken, in welchem Tempo wir spielen müssen, sondern wir beginnen eben. Und dieses Tempo, in dem wir dann im Konzert beginnen, ist in aller Regel schneller als das Tempo, das wir geübt haben. Ja, also mir ist das, ich weiß nicht, wie oft passiert, diesen Effekt kennen die allermeisten von uns. Ja, ich beginne im Konzert meinen ersten Satz einer Sonate, ein Allegro, und ich lege los und mein Lehrer in der ersten Reihe wird käsebleich, weil ich viel, viel schneller einsteige, als ich das vorher jemals gespielt habe. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten wolle, dass es jedes Mal gut gegangen ist. Es ist oft gut gegangen, aber eben nicht immer. Und zugegebenermaßen bei den Malen, wo es gut gegangen ist, lag das auch nicht jedes Mal an meiner exzellenten Vorbereitung oder meinen exzellenten technischen Fähigkeiten, sondern es war auch durchaus des Öfteren einfach mal Glück dabei. Und von daher ist es wichtig, dass du im Konzert
dir dieses Effekts bewusst bist und dass du deshalb im Konzert gefühlt langsamer spielst, als du das Ganze vorher geübt hast. Weil wenn du im Konzert gefühlt langsamer spielst, als du vorher geübt hast, ist das wahrscheinlich genau das Tempo, das du vorher sowieso schon die ganze Zeit gespielt hast. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum es so wichtig war, vor dem Konzert nochmal sehr langsam zu üben. Durch die schnellere Informationsverarbeitung im Konzert hast du eben mehr Zeit, darüber nachzudenken, wie es weitergeht und dir andere dumme, unnötige Gedanken zu machen, die dich nervös machen können. Und deshalb ist es wichtig, diese Situation, dass du mehr Zeit zum Nachdenken hast, vorher schon einmal simuliert zu haben. Das nächste, was du trainieren solltest, ist, wenn du auswendig spielst, wo du im Konzert hinschaust. Also das heißt, plane deinen Blick. Wenn du dich zu Hause auf das Konzert vorbereitest, macht es Sinn, zu trainieren, die ganze Zeit einmal auf die rechte Hand zu schauen, einmal auf die linke Hand zu schauen und beim nächsten Mal vielleicht überhaupt nicht auf die Hände zu schauen. Es kann dir nämlich durchaus passieren, dass du im Konzert eben mehr Zeit zum Nachdenken hast oder dass dadurch einfach dein Blick an eine andere Stelle wandert, als das beim Üben der Fall gewesen ist. Und dann kann es einen nervös machen, wenn man plötzlich eine Hand beobachtet, die man vorher beim Üben noch nie beobachtet hatte. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Bewegungsabläufe beider Hände beim Üben schon einmal beobachtet hast. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn es kritische Stellen gibt, dann macht es mich nervös, auf die Hände zu gucken, weil mir dann bewusst wird, wie klein dieser Punkt ist, auf dem ich landen muss. Und dann ist es für mich oft einfacher und entspannter, wenn ich überhaupt nicht auf die Hände schaue. Also das heißt, wenn ich meinen Blick in den Flügel richte. Ich mag es nicht, die Augen zuzumachen, das kommt mir dann immer so ein bisschen abgehoben vor, aber ich finde es dann sehr angenehm, einfach in den Flügel hineinzuschauen, die Hämmer und die Dämpfer zu beobachten und dann muss ich eben nicht auf die Hände schauen und werde an dieser Stelle nicht nervös. Wenn du mit Noten spielst, auch dann solltest du bitte trainieren, deinen Blick unter Kontrolle zu haben. Das heißt, dass du zunächst einmal übst, wirklich beim Spielen nur in die Noten zu schauen. Und für den Fall, dass du an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einmal kurz auf die Hände schauen musst, dann solltest du diesen Moment auch tatsächlich planen. Also das heißt, du solltest auch planen, wie lange du auf die Hände schaust und an welchem Punkt du dann wieder in die Noten einsteigst, damit es dir eben nicht passiert, dass du von den Händen aufschaust und plötzlich nicht mehr weißt, wo du gerade in den Noten bist. Und wenn es dir beim Üben gelegentlich schwer gefallen ist, diesen Einstiegspunkt in den Noten wiederzufinden, dann mach dir an die Stelle ein rotes Kreuz oder in irgendeiner Weise ein Kennzeichen, damit du diesen Punkt, wenn du von den Händen aufschaust, wiederfindest. Also das heißt, plane wirklich deinen Blick. Das Wichtigste beim Auftrittstraining ist die Routine und Routine entwickelt man dadurch, dass man immer wieder Auftrittssituationen sucht bzw. Auftrittssituationen simuliert. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie du selber vorgehen solltest, wenn du mit Noten spielst. Wenn du mit Noten spielst, bedeutet das, dass du in aller Regel jemanden hast, der dir umblättert und auch derjenige, der umblättert, sollte wissen, wie er sich zu benehmen hat. Das heißt zum Beispiel, dass der nicht beim Umblättern dir durchs Bild greift und am besten noch deine Bewegungsfreiheit zum Spielen einschränkt, wenn er hier umblättert, sondern dass der aufsteht, die Seite oben anfasst und dann umblättert. Und
Wenn der umblättert, dann muss der bitte auch auf die Seitenzahl schauen, damit er eben von Seite 12 auf Seite 13 umblättert und nicht versehentlich zwei Seiten umgeblättert hat und dann auf Seite 15 landet. Für den Fall, dass ihm das trotzdem passieren sollte, muss er natürlich wieder zurückblättern. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, wenn du selber mit Noten spielst, dass du zumindest die 3 oder 4 Takte, die auf der nächsten Seite kommen, immer auswendig weißt, damit du eben weiterspielen kannst und nicht, wenn der andere umblättert und du bist am Spielen. Und jetzt soll der umblättern und hat zwei Seiten erwischt und du musst hier in Dauerschleife weiterspielen, bis der wieder zurückgeblättert hat. Ja, also das wäre jetzt keine so günstige Situation. Also von daher schau immer, dass du zumindest die nächsten paar Takte dann noch weiterspielen könntest, damit der für den Fall, dass er zwei Seiten erwischt, wieder zurückblättern kann. Probier bitte auch deine Kleidung aus, die du vorhast im Konzert zu tragen. Also das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Sakko trägst, dass du ausprobierst, ob dieses Sakko dir die notwendige Bewegungsfreiheit gibt oder ob dir das die Bewegungsfreiheit irgendwie einschränkt. Und probier auch bitte deine Schuhe aus, weil auch bei den Schuhen gibt es so einige Fallen, in die man hineintappen kann. Eine Falle kann zum Beispiel sein, dass die Schuhe eine glatte Ledersohle haben und dass du damit keinen richtigen Halt auf dem Pedal hast. Das nächste kann natürlich auch sein, insbesondere bei den Damen, wenn das Schuhe mit Absätzen sind, dass es damit sowieso schwierig ist, das Pedal zu bedienen. Also das sind alles Sachen, die man mal ausprobiert haben sollte. Dann solltest du auch darauf achten, dass deine Schuhe nicht nass sind. Deshalb empfehle ich zum Beispiel auch immer, dass du für den Weg vom Auto in die Garderobe eben deine normalen Straßenschuhe anziehst und erst in der Garderobe deine Bühnenschuhe anziehst. Weil wenn die Schuhe unten drunter nass sind, dann kann es eben passieren, dass die rutschig sind oder wenn die eine Plastiksohle haben, dass das auf dem Pedal das Quietschen anfängt. Ja, also das sind alles so Sachen, das braucht man im Konzert nicht. Und wenn einem das im Konzert passiert, dann sind das alles Dinge, die einen wieder zusätzlich nervös machen können und das ist alles nicht hilfreich. Übrigens, wenn du gerne Unterricht bei mir nehmen möchtest, ist das auch möglich. Ich unterrichte seit vielen Jahren schon online, du musst also noch nicht einmal in meiner Nähe wohnen. Und wenn du dazu gerne mit mir Kontakt aufnehmen willst, meine Kontaktdaten findest du in der Beschreibungsbox unter dem Video. Das war die Werbeeinlage, es geht weiter. Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass Routine das Wichtigste beim Auftreten ist. Und um diese Routine zu erlangen, kannst du natürlich versuchen, immer wieder Auftrittssituationen zu finden oder zu simulieren. Das kann zum Beispiel damit anfangen, dass du gelegentlich Menschen aus deinem Umfeld vorspielst. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du immer wieder dich selber aufnimmst beim Spielen und dabei eben auch nicht so vorgehst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt so viele Aufnahmen, bis es mir gefällt, sondern dass du tatsächlich dir vorstellst, okay, ich habe jetzt meinen Auftritt, das Mikrofon oder das Aufnahmegerät, das ist mein Publikum und jetzt muss es quasi funktionieren. Und zu guter Letzt kannst du dir natürlich echte Auftrittssituationen suchen. Wir hier in Nürnberg haben zum Beispiel einen Verein zur Unterstützung musikalischer Jugendlicher. Dort bin ich auch Mitglied des Vorstands. Und in diesem Verein organisieren wir im Jahr circa 10 Konzerte, wo die jungen Menschen die Möglichkeit haben, ihre Stücke dann auch tatsächlich in der Öffentlichkeit zu spielen. Also das sind alles Möglichkeiten, um dir eben solche Auftrittssituationen zu suchen und da
einfach auch so eine gewisse Routine zu entwickeln, weil wenn du erstmal 50, 60 oder 100 Auftritte in deinem Leben gemacht hast, dann ist auch das eine völlig normale Situation für dich. Was solltest du am Tag vor dem Konzert üben? Meine Antwort auf diese Frage lautet nix. Übe bitte am Tag vor dem Konzert nicht. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du bis zu deinem Konzert dein Programm so oft gespielt und geprobt hast, dass es dir eigentlich schon zu den Ohren wieder herauskommt und dass du in dem Moment, wo du im Konzert das Spielen anfängst, dir denkst, oh nein, nicht schon wieder. Also von daher, erhalte dir deine Begeisterung, erhalte dir deine Leidenschaft, spiel dieses Programm nicht tot, sondern spiel am Tag vor dem Konzert kein Klavier. Gönn dir einen schönen, angenehmen Tag, geh in die Sauna oder geh mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin schön essen oder mach irgendwas Nettes, Angenehmes, aber setz dich nicht ans Klavier und üb dein Programm nochmal und nochmal und nochmal. Wenn du dich noch intensiver mit dem Thema Klaviermusik beschäftigen möchtest, empfehle ich dir diese beiden Videos. Für den Fall, dass dir das heutige Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.